So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mario Superstar Saga und ja, Speicheralbum, genau. Oh, das ist witzig jetzt, was jetzt kommt. Da wollen wir mal. Hä? Oder kann er statt der Ladung das Königkäppchen erwischt? Na, da kannst du ja gleich aus. Guck. Muss ich machen. Oh, das sieht witzig aus. Eure Einzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Felskönigreichs zum Königreich Bodenland. Verstanden. Abtreten. Was ist denn? Meine oh Gott, die Augen fliegen weg! Oh Gott! Was ist denn da oben los? Wir werden abgeschossen und. Oh. Ja, was ist das? Hey, wer bist du denn? Um uns mit mir Doc Miller aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat bei Benal. Das wäre böser Plan. Hey, genau. Ich muss jetzt irgendwo ein neues Handtarn vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit mit euch aufzahlen. Krankfried, erledige das. Na, wer mein Abenteuer Bowser Best of kennt vom Paper zockt und wer das EP von ihm kennt, der kann sich wahrscheinlich jetzt langsam was zusammenbrauen. Warum Krankfried noch sauer auf Mario YouTube ist in dem Spiel? Na, wer von euch kann sich schon zusammenreimen, was da los war? Das hat was mit diesem Spiel zu tun. Ich bin Krankfried, dein Lieblingsschüler von Nubila. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen der Stimme so einen Aufstand. Da kommt, ist doch viel besser. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Obwohl ich finde, Krankfried. Warum du erbaust du meinem Geist? Oh Gott, Bowser, was ist passiert? Wir werden dich du hässlichen umbringen. Yeah. Jetzt ja euch! Hätten wir es dir auf Abenteuer Boss verschieben können. Aber nee. Keine Gnade dem Spieler. Stirb. Da? Das ist nicht ganz einfach zu kontern. Nebenbei will ich schon mal vorweg mal warnen, weil ich das schon vorstellen kann, dass es passieren wird. Bei den finalen Kämpfen wirst du wahrscheinlich mit Safe States arbeiten müssen. Ich habe das im Privat nicht geschafft, da werde ich es auch nicht schaffen. Ja. Ja, ihr könnt im Chaos weichen. Egal. Ah. Wie er das macht? Das sieht mich brennend. Das Video ist übrigens in 30 Frames. Ich mache keine 60. Wir hatten es ja schon bei. Wir hatten ja schon bei. Wo war das? Oh, ich hab's vergessen. Ah ja, Jumpers ist Superstar. Ne, Susan Wolves war es sogar nicht, das ist bei Video. Sehr von Goku war es jetzt. Ja, jetzt hältst du wieder ein, der Titel. Weil Sehr von Goku habe ich auch mal 60 Frames versucht und die hat ja gesehen, was da rausgekommen ist. Deswegen mache ich GBA-Spiele schon ohne 60 Frames. Da kann ich mit reichen, klappt's ja. Na, warte. Feuer, du Arsch. Aber wenn ich Schaden genommen hab, du stirbst. Hoppla. Ich könnte jetzt mal diese Schaden-Challenge machen. Die Attacke. Oh, schwul. Du wirst sowas von sterben, mein Guter. Hoppla! Ich hab mir so gedacht, dass was passiert. Bei Fuß! Okay. Genug geredet, es geht doch auch einfacher. Feuer frei!
Ach du Heilige! Der bringt uns runter! Nein! Nein! Sergeant, eine Explosion. Sofort überprüfen. General. Schnell ab zur Abschussstelle. Die werden wir noch sehen, die Kerle. Oder die da hinten an der bodenländischen Grenze. Mario! Mario ist tot! Nein! Mario lebt! Ah. Oh. Wo ist er denn? Hör auf, mein Schädel zu stehen! Weil das ist ungesund! Tut mir leid, okay, ich wollte gerade was mit Drogen sagen, aber. Das hat mich doch jetzt verkniffen. Sternschnuppenfelder. Ich glaube, Paper Mario, ich glaube, jetzt kommt die Erinnerung hoch, was ich damals gesagt habe. Ich habe es Sternschnupfmüge genannt. Der Witz ist immer noch, der ist immer noch geil. Der Cooper-Chat-Zustand dabei war doch längst noch nicht abbezahlt. Sagt einfach, das war Luke Miller schuld. Der wird dir die Rechnung bezahlen. Mach's doch einfach mal einfacher und nicht so schwer. Oh Gott, hallo. Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch mal Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beinahe auf einer Reise? Ihr wollt doch vorbei, aber ihr wisst bestimmt, dass ihr die Grenze des Bitcoin-Kreises ist. Wir können euch nicht hier vorbeilassen, bevor ihr uns nicht die Sprünge zeigt, die Augenruhen entsprechen. Wie wär's? Ja. Das müssen wir jetzt mal machen, das Spiel. Das Spiel ist so echt schwer. Das ist echt schwer. Ist echt schwer. Komm her. Das war wirklich ein kleiner Sprünge. Ach du Scheiße. Bis halt hier im Boden da. Pass kurz auf. Ach du Heilige, das war so anstrengend. Das war echt. Reden wir nicht drüber. Moment noch. Ihr seid doch die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Nimm es halt Andenken. Karte halt. Und dann Karte fühlt man sich auf eine fremde Cache-Sicherung, oder? Das hin. Das ist die Karte. Seht euch an. Hier können wir dann sozusagen teleportieren. So was wie Warp-Röhren. Das ist einer unserer Zielorte und wir werden alle Orte mal besuchen. Ja, da seht ihr so ein Schloss in der Mitte. Ja, das ist sozusagen das Schloss von Bohnland. Das kann man sonst so zusammenreimen. Doch, was ist dann dieser Turm? Oder dieser Wald? Oder dieser Berg? Oder was weiß ich, was da alles ist? Da diese Tonschädel. Oder diese Ruine da rechts. Werden wir alles noch erfahren. Gehen wir weiter. Jumping Skills. Ist aber kein Jump'n'Run jetzt hier draus machen. Es ist ein Mario-RPG. Das heißt, wir kämpfen. Und boxen. Und killen. Was bist du denn? Ja, wir können fliehen. Jetzt stirb eines grausamen Todes. Müsste eigentlich bald wieder ein Level abbekommen. Oh ne.
bin auf Luigi gesprungen. So, machen wir die platt. Und geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich Level Uptime wieder haben. Oder oh ne, vielleicht brauchen wir noch einen Kampf. Na dann. Hier erwartet uns auch ein Bossfight irgendwann. Warten, jetzt müssen wir mal, bis es hier kommt. Komm her. Oh. Hey, Mann, eigentlich bist du da. Los, hol mich sofort hier raus. Yeah, wer bist du denn? Tja, Bowser ist persönlich ausgerechnet in einer Kanone und will vor Wut fast explodieren. Ja, was denkst du, wer du bist? Er ist ein Homo, eindeutig. Stella nennt man mich. Mit harter Art regiere ich hier im Sternschnupfenfeld. Ich wollte gerade Schnupfen sagen, was zum Teufel? Viele habe ich von dir gehört, doch du bist kleiner als ich gedacht habe. Yeah, bist du immer wieder raus, umsonst lasse ich dich nicht heraus, du armer Wurm. Gib mir all deine Münzen, lass dich ziehen und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Diese Schande ist ja nicht zum Aushalten. Was, ihr wollt mir für Bowser 190 Münzen zahlen? Oh Gott, das ganze Geld! Yeah, wenn es mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist, im Wohlern müsst ihr auch nicht die Wiesen erst einmal und so tauschen. Ja, es kostet für unsere Münzen sind genau 10 Kronentaler und für läppische 10 Taler. Es bringt mir einfach noch 100 Kronentaler. Wie an das Geld kommt, ist euer Problem. Okay. Der hat uns abgezockt! Was für ein Arsch. Aber jetzt sind wir ja in dem Feld unterwegs und können jetzt Secrets abstauben. So, dann wollen wir mal. Wart mal, Leute, ich will was gucken. Ja, okay, wenn da noch eine einzige fehlt. So. So, damit sind auch die Münzen abgearbeitet worden. Was erwartet uns hier? Münze. Hier geht's echt viel ums Geld. Das sind echt alles Geld, geiles Ergier. Wisst ihr das? Hat den Feind gehittet, oh Gottes Willen. Ist da down. Und du machst den da drüben platt. Down. Und? Level up! Jetzt mir mal wieder mal Holz. Bitte. Nein! Wieso? Wieso? Langsam hab ich die Schnauze voll hier. So, stirb Kanone. Verdammt. Aber eine geht ja. Die kriegen wir auch platt. Ich sag für Luigi. Auch nicht besser.
würde ja gerne die Framerate mal runterdrehen, da könnten wir nämlich ein bisschen genauer zielen. Nur ich habe keine Ahnung mehr, wie das mit dem Framerate hier funktioniert. So. Jetzt habe ich den Rhythmus wieder raus. So, dann wollen wir was mal mit dem Substau. Mann, wir kommen da nie hin. Und zurückkommen erst recht, ne. Oh, was kommt jetzt? Die Sternstuppen von eben sind vielleicht sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unseren Sternehren müssen wir sie finden. Sternstuppen General haben ein sehr wichtiges Objekt ausgemacht. Das Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Das Auge überprüft, aber das Rot ist. Das ist rot, nicht grün. Los, ein Auge überprüft und berichten. Oh mein Gott. Was soll das werden? Kunst des Todes. So, Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige die Sichtung von Luigi. Sergeant umgehen, Autogramm anfordern. So. Was? Die schöne Stimme von Princess Peach gestohlen? Die Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch ein wenig helfen. Nun, weihen wir euch in der Parkzone der Sternsturmbrüder ein. Und Luigi gibt ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das? Ja. Deswegen hilft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann der Sprung ausgeführt werden. So. Okay. Nein. Sprung schaffst du es auch höhere Stufen. Okay. Okay, und dann? Wenn du neue Bild triffst, wird beides haben für eine weitere Stufe. Gott sei Dank zu bewegen. Ah, das ist wieder mal das Spielchen hier. Wenn der auch breite Teller und Krebs. Weil was wissen Leute, diese Aktion? Die lernt man in Abenteuer Bowser zum Beispiel ganz spät erst. Bravo. Aktion, die der hintere Bruder von B ausführt, nennt man ein paar Aktionen. Okay. Nein. Okay. Mal schauen. Okay. Und? Es geschafft. Das ist Mario Luigi seit besondere Brüder. Den Hohensprung und den Wirbelsprung beherrschen nun perfekt. Und ich wünsche euch viel Glück für euer Abenteuer. Still gestanden. Das war vielleicht etwas merkwürdig, aber naja, okay. Zumindest geben sie erstmal Ruhe. Und ja, jetzt geht's weiter mit unserem Abenteuer. Ein Speicherpunkt. Ja, ist praktisch. Büroaktion. Warte mal.
Die erste Runde mache ich schon mal mit Stufe 1. Muss noch mal üben. So. Ah. Ausführen so auf normalerweise, ich hab's nie ganz mitgekriegt. Aber die Reach-Aktion kann ich jetzt. Wenn ich das mal auf die 3 drehe. Oh, verkackt, ey. Ich muss das mal wieder einüben. Speicherkörper auch kleiner. Weil wir es gerade können. Ein Stück machen wir noch, okay? In dem Fall können wir noch ein kleines Stück machen. Down. Das nochmal. Wann soll ich das ausführen denn? Es gibt eine Power-Aktion, also gute Aktion, die kann ich wirklich perfekt, also die kann ich extrem gut, da kann man niemand was machen. Stirb, Kanone. Items. Achso, guck, wie viel brauchen wir noch? Zähne. 19. Geh mal weiter. Killen wir euch. Wir haben das Gefühl, wir machen jetzt in jedem Part ein Level Up hinlegen. Wäre auch cool, aber naja. Stirb. Drei Pilze, was zum. Und jetzt kommt das hier. Die ganze alte Ausräumerei. Jetzt müssen wir da hoch. Okay. Ja, yeah, das macht so viel Spaß, die Münzen auszuräumen. Ich will kämpfen und das machen wir mal. Mein letztes Speichern für diesen Part, weil ich natürlich jetzt den Part beenden möchte. Passt doch jetzt gerade perfekt von der Zeit her. Wir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und natürlich schreibt natürlich einen Kommentar und vergisst auch natürlich die Bewertung nicht. Also, bis dann, Leute.